willkommen zu einem neuen Vlog aus Toronto. Ich hoffe, ihr habt die letzten drei schon geschaut. Wenn nicht, dann habe ich die unten in die Infobox gepackt und am Ende des Videos könnt ihr auch nochmal in die Playlist jumpen. Und das Wetter heute ist schon wieder nicht so Burner. Wir hatten jetzt die letzten paar Tage nicht so viel Glück. Aber wir machen jetzt das Beste draus und jetzt laufen wir erstmal zum Einkaufszentrum und dann zum Distillery District. Viel Spaß! So Freunde, wir sind hier gerade in einem Thrift Shop und probieren hier gerade so alte Herrenmänner, wie heißt das? Hemden an. Und alte Herren. Alte Herrenhemden. Halt. Und es ist so cool, ey, wirklich, ich war noch nie Warum musste ich heute so ein scheiß Goldkragen-Ding anziehen? Das ist halt ein bisschen suboptimal. Aber es ist so cool hier drin, der Mann da vorne ist auch voll lieb an der Kasse und das ist einfach so cool. In Deutschland gibt es sowas gar nicht so. Und es ist hier voll groß und hier gibt es eigentlich fast alles und es ist eigentlich... Und sie hat schon, was hast du schon gekauft? Ich habe so ein Jersey, wie heißt denn das? So ein Trikot-mäßig. Trikot, so ein Trikot für, ich weiß nicht mal was für eine Mannschaft. Ja, don't judge me, I'm sorry. Ist sie nicht ein Engel? Ein Engel wegen diesem Hemd. Ja, richtig, richtig putzelig. Und draußen ist übrigens so scheiß Wetter. Deswegen sind wir die ganze Zeit drin, beziehungsweise schon fast nass, weil es draußen so ekelhaft ist. Wir sind schon ziemlich nass. Ich sehe uns nicht. Ich sehe uns. Und das ist schon besser. Ich hatte gerade eben eins in L an. Ja, und jetzt ist es M. Too big. Und ich habe das in L an. Wobei, das ist schon echt cool irgendwie. So, Laura probiert jetzt Hemd Nummer 2 an. Hemd Nummer 3. Hemd Nummer 3, ups. Das erste habt ihr ja zum Glück nicht gesehen. Das war nämlich nicht zumutbar. Das, was ich anhatte übrigens. Ach so, ja, aber an mir sah es halt ziemlich kacke aus. Oh, süß. Und das sieht aus, als wäre es auch meine Größe. Das ist S. Und, was sagt die Madame? Mag ich auch. Ich habe halt schon das rosane Hollister Hemd. Das ist halt dünn. Ja, aber das ist halt und das sind jetzt so Holzfällerhemden, ja. Aber das sind halt jetzt dickere Hemden, ich weiß es nicht. Which was one? Sagt ihr? Schreibt mal unten in die Kommentare. Dann ist es aber schon zu spät. Ja, weiß ja keiner. Gesehen habt. Also man spackt ein bisschen rum. Laura drückt 10.000 Mal auf den Auslöser und hoffentlich sind dann ein, zwei gute Bilder dabei. Ich kann euch jetzt mal zwei, drei Bilder einfügen, die wir gerade gemacht haben und das ist ein Krüppel. So, wir sind jetzt wieder in unserem Apartment und wir sind eigentlich klatschenass. Man sieht es jetzt vielleicht nicht so ganz, weil wir... Gerade eben hat es jetzt nicht mehr geregnet, aber vorher die ganze Zeit. Und wir hatten nur einen Schirm und es hat richtig, richtig runtergehauen. Und deswegen sind wir jetzt klatschenass. Unsere ganzen Beine... Du zeigst unseren hässlichen Schrank, der unaufgeräumt ist. Unsere ganzen Beine sind klitschig klatschenass. Aber wir haben jetzt noch eingekauft, weil wir zu Abend essen ja jeden Tag eigentlich Baguette essen. Und jetzt mache ich gar nichts mehr. Ich bewege mich jetzt nicht mehr vom Platz, aber ich zeige euch nochmal unser Apartment. Viel Spaß!